Lights. MG. Grüß Gott, ich will mein aufgebrauchtes Video vom Dezember machen. Es ist auch ganz schön viel zusammengekommen, muss ich sagen. Ich fange auch gleich mal an, weil sonst es ist komplett voll. Also fangen wir lieber gleich mal an. Als allererstes, das zeige ich euch eh immer wieder, sind die Coconut Care Reinigungstücher leer worden. Meine Arbeitskollegin und Freundin war so lieb und hat mir welche mitgebracht, wo ich jetzt dran denke, dass ich ihr noch das Geld geben muss. Darf ich auch nicht vergessen. Shame on me. Ja. Ich finde die super. Ihr wisst das ja eh schon. Dann die Einwegwaschlappen habe ich wieder aufgebraucht. Die Wattepads von der Eigenmarke habe ich wieder aufgebraucht. Ja. Und sonst, ja, die Avocado habe ich auch leer gemacht. Ich bin bei denen mir nicht sicher, wie ich sie finden soll. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ich finde sie mega. Ich kann auch nicht sagen, ich finde sie schlecht. Ich weiß nicht. Sie sind mir nicht genug durchgedrückt mit der Feuchtigkeit. War das jetzt sinnvoll? Nein. Sie sind mir nicht feucht genug. Klingt vielleicht voll blöd, aber es ist so. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich sie mir extra nachkaufen würde. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und mich stört gerade, dass da überall die Haare von mir drin bicken. Überall. Echt abnormal. Aber ich fand sie so, fand ich sie eigentlich nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher. Als nächstes habe ich die feuchte Tücher aufgebraucht, die was mal Limited Edition waren. Ich habe mal die gehabt und war so begeistert von denen, weil ich sie verwendet habe, um Masken runterzunehmen. Was ich nicht mehr mache, weil ich alle Masken abwasche und nicht mehr mit dem Kosmetiktuch runternehme. Ja, da waren 80 Stück drinnen. Ich fand sie nicht so gut, weil sie waren ausgetrocknet bei mir leider. Leider. Also, ich kann auch gar nicht mehr viel dazu sagen, weil die waren wirklich furztrocken. Wirklich furztrocken. Und deswegen, ja, ich habe sie halt fürs Gesicht abtrocknen verwendet. Da war der Kirschduft extrem penetrant und das mochte ich nicht so gern. Deswegen, ich würde mir sowas auch gar nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich leer gemacht die Augenbrauenformer, die was ich wieder nachkaufen muss. Weil die zerlegen sich bei mir in letzter Zeit so schnell. Ich weiß nicht, was los ist. Aber die zerlegen sich sehr, sehr schnell. Dann habe ich eine Mundspülung aufgebraucht. Die kennt ihr ja eh. Das ist die von Müller, die ich mir immer kaufe. Die habe ich jetzt auch aktuell wieder und sollte ich mir wieder nachkaufen. Fällt mir gerade auf. Dann habe ich ein Bodypeeling aufgebraucht. Das hatte ich wirklich nicht lange. Ich glaube, das habt ihr erst vor ein paar Monaten oder so in einem Haul gesehen. Das ist dieses Honig. Ich habe jetzt noch das Handpeeling und das Lippenpeeling. Das Bodypeeling ist so schnell leer gegangen, weil ich das vom Duft her so gern mochte. Das war wirklich gut. Ich verstehe nicht, warum die sowas dann nicht in groß rausbringen bei Balea. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also, das fand ich wirklich gut. Würde ich mir auch nachkaufen. Wenn es nicht im Set geben wird, einzeln, würde ich mir das für den Körper auf jeden Fall nachkaufen. Ich fand die Verpackung auch so schön. Also, ja. Würde ich mir, wenn es einzeln geben würde, wieder nachkaufen. Aber gibt's nicht. Zumindest weiß ich davon nichts. Eine Lash-Badebombe habe ich auch wieder aufgebraucht. Das Lemon Butterfly, das war dieser gelbe Schmetterling, glaube ich. Und der war echt gut. Ich liebe die Badebomben von Lush. Da brauche ich euch eigentlich eh nicht viel dazu sagen. Meine Stimme verschwindet schon wieder. Ich habe wieder diese Achselpads aufgebraucht von Aveo. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die finden soll. Ich kann es euch noch immer nicht sagen. Ich habe gesagt, ich benutze sie nochmal, um zu probieren, wie die sind, aber ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich die finden soll. Wenn ich nicht aufpasse und die verrutschen, sieht man natürlich trotzdem die Schweißflecken, ist ja klar. Aber ich weiß nicht. Ich werde sie vielleicht trotzdem noch weiterhin probieren. Mein Batiste-Trockenshampoo ist auch wieder leer gegangen, nach langem mal wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme mit dem jetzt länger aus als früher. Ich bilde mir das zumindest ein. Das kennt ihr eh, das ist dieses Sweetie. Ja, ich mag es aber noch immer. Ich weiß nicht, ob es beim Biber noch gibt. Ich habe, wie gesagt, noch immer nicht nachgeschaut. Sollte ich vielleicht mal machen, wäre mal vielleicht nicht schlecht. Dann habe ich aufgebraucht. Ich habe ziemlich viel leer gemacht, muss ich sagen. Mein Swissopar-Shampoo habe ich leer gemacht, auch nach langem mal wieder. Das kommt ja auch ewig raus. Ich habe so viele Backups, weil mir damals jemand welche mitgenommen hat, weil die um 95 Cent waren. Ja, ich mag es noch immer. Ich hoffe, das geht nicht ganz aus dem Sortiment. Ich habe, wie gesagt, beim DM habe ich gar nicht mehr geschaut. Ich komme so selten zu einem DM, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich komme urselten zu einem DM und deswegen habe ich gar nicht geschaut, ob es das beim DM noch gibt. Aber bei Müller weiß ich, dass es das noch gibt. Deswegen
brauche ich keine Panik bekommen. Endlich habe ich den Pinselreiniger von Evelyn aufgebraucht. Ich mochte den überhaupt nicht. Ich mag nur den, ehrlich gesagt, von MAC. Ich mag keinen anderen. Also den mag ich überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich finde, er hat nicht das gemacht, was er machen soll. Für mich zumindest. Also ich war froh, dass ich ihn leer gemacht habe. Ich würde ihn mir auch gar nicht nachkaufen. Ich kaufe mir jetzt nur noch den von MAC nach. Da bin ich so traurig, dass das leer ist. Das war von Sorbet ein Dusch- und Shampoo mit Banane und Eiszucker. Das hat so geil gerochen. Das hat so geil gerochen. Und das war leider Limited Edition. So sieht's aus. Ich fand das so, so gut. Und das gibt's nicht mehr. Ich ärgere mich, dass ich das nicht gebunkert habe. Da ärgere ich mich wirklich. Weil das war wirklich gut. Dann habe ich noch diese Maxi-Wattepads aufgebraucht. Sehr spannend. Dann eine Probe von, ich habe aber dann noch welche, glaube ich, ja. Drei Proben von dieser Sebomed, was? Na, warte mal. Sebo Vegetal, ich kenne mich mit den Sachen überhaupt nicht mehr aus, obwohl ich das damals auswendig wusste. Das ist so eine Maske gewesen. Ich glaube, das waren jetzt meine letzten drei Proben. Aber die war wirklich gut und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das noch in Original gibt. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut. Und ich habe genug Masken, also dabei brauche ich sowieso keine mehr. Wirklich keine mehr. Dann habe ich die Kokos Shea Butter Creme Bad von Aveo aufgebraucht. Leider war ich ein bisschen enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Ich habe das besser in Erinnerung. Ich weiß nicht. Aber ich war wirklich enttäuscht von dem Ding. Ich meine, das gibt es eh nicht mehr, aber ich war sehr enttäuscht. Und ich sollte mir nicht dauernd so viel Scheiß kaufen, wenn ich eh noch so viel Scheiß habe. Dann habe ich nochmal Wattepads aufgebraucht. Gerne Wattepads-Verschleiß da in dem Monat Dezember. Das war meine letzte Seife jetzt von Balea. Diese Apfel, Blüte und Minze. Ich fand sie aber gut. Aber ich habe vor kurzem die Rosane gesehen in irgendeinem DM. War aber stark und habe sie mir nicht gekauft. Jetzt brauche ich sie mir auch nicht nachkaufen. Ich habe mir einen Seifenspender gekauft. Und fülle jetzt die Aveo-Seifen rein. Aber die war gut, aber die gibt es eh nicht mehr. Also jetzt langsam mal immer Sorgen. Ich habe noch eine Packung von denen aufgebraucht. Okay. Dann habe ich leer gemacht. Wo fangen wir dabei an? Wenn wir schon bei Seifen sind, habe ich diese Seife hier aufgebraucht. Die Verpackung wunderschön. Rose und Nachtkerze, Flüssigseife von Aveo. Die Verpackung ist sowas von schön. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen jetzt da. Die ist so schön, aber ich fand die jetzt vom Duft her irgendwie nicht so besonders eigentlich. Was ich schade finde. Na, vom Duft her fand ich es nicht so toll. Da mag ich die Joghurt, Pfirsichjoghurt oder so, die ich jetzt aktuell habe, viel, viel lieber. Die Verpackung ist wunderschön, aber der Duft hat mich jetzt nicht so umgehauen von der. Leider. Ein Bilou-Badezusatz ist auch leer worden. Und ich glaube, dass ich bei dem allergisch reagiert habe. Das war dieser, wie hat der geheißen? Frosty Mint. Ich habe wirklich, glaube ich, reagiert auf den. Und ich habe mir jetzt, ihr habt es im Haul-Video gesehen, wieder welche gekauft von dem. Und ich hoffe, dass es nicht an dem Badezusatz lag. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Zwei Zahncreme habe ich leer gemacht. Einmal die Mentadent Kokos, die hier, und einmal meine heißgeliebte Pearl Weiß. Ich bin voll im Videodrehen raus. War das ein deutscher Satz? Nein. Ich bin voll raus beim Videodrehen. Die habe ich auch aufgebraucht. Ihr wisst ja, die liebe ich. Ich habe jetzt eine Weile eine Pause gemacht, aber ich werde die wieder anfangen zu benutzen, weil jetzt habe ich eine andere, die ich unbedingt verwenden will. Das wäre jetzt was an ihm knallt. Und die hier will ich mir unbedingt wieder nachkaufen, wenn ich weniger habe. Was eine Weile brauchen könnte. Aber die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war echt gut. Ich habe jetzt eine andere von Kokos. Na, warte mal. Ich habe jetzt eine andere mit Kokos. Ich kann kein Deutsch mehr. Von DM, glaube ich. Aber die finde ich nicht so gut wie die. Also die finde ich viel, viel... So kurz. Die finde ich viel, viel, viel besser als die jetzt von DM, die ich habe. Und deswegen kaufe ich... Das ist so hell, gell? Und deswegen kaufe ich mir die auf jeden Fall nach. Nun muss ich mir eine Weile Zeit lassen, weil ich halt noch so viel Zeug habe. Das kennt ihr auch, das ist mein Augen-Make-up-Entferner voller Haare. Was ist heute los? Überall verliere ich meine Haare. Und der schaut doch echt eklig aus. Der hat seine besten Zeiten hinter sich. Ja, kennt ihr ja eh auswendig. Kaufe ich mir immer wieder nach, brauche ich jedes Mal wieder auf. Dann habe ich ein Haarspray leer gemacht. Ja, den habe ich mal aus irgendeinem Tauschpaket bekommen.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, welche das war, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Boah. Ich weiß nicht mehr. Aber Isana haben wir ja in Österreich nicht, also war es auf jeden Fall von... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich. Sorry, falls du das Video gerade schaust und du ärgerst dich, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, tut mir das voll leid. Aber ich weiß es nicht mehr. Er war okay. Ich meine, ich wollte ihn unbedingt aufbrauchen. Er war okay. Aber er war jetzt nicht das Oberprodukt, was ich jetzt unbedingt nachtraue, weil wir ja keinen Rossmann haben. So war es nicht, aber ich fand es okay. Und ich mag sowieso den von L'Oreal viel lieber, den ich schon seit Jahren verwende. Den verwende ich wirklich schon lange. Dann habe ich eine Nivea-Maske aufgebraucht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das die Honig ist, bis ich das dann mal gelesen habe da unten. Ihr wisst ja, die Honig von Nivea, die liebe ich. Und die haben hier nur eine neue Verpackung verpasst. Und die mag ich trotzdem noch. Egal ob's... Das ist die einzige eigentlich von Nivea, die ich mag. Muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich finde, die macht wirklich was. Besonders im Winter jetzt, wo man so trockene Haut hat, finde ich, war die wirklich gut. Endlich ist dieser kleine Augen-Make-up-Entferner leer worden. Den habe ich immer am Schminktisch gehabt und jedes Mal, wenn ich mich irgendwo anbatzt habe bei den Augen oder so, habe ich das mit einem Wattestäbchen gemacht und also eindunkt und bin dann, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, ich rede heute einen heißen Brei. Das war einer von Maybelline, den habe ich mal geschenkt bekommen von der Arbeit. Ich fand ihn okay, aber ja, er war gut für das, was er machen hat sollen, war er gut, aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich meine Probe aufgebraucht. Ich habe eine Probe leer gemacht von Christina Aguilera Parfum. Der ging so schnell leer. Der ging wirklich schnell leer. Ich meine, okay, das ist eine Probe, aber dass er jetzt so schnell leer gegangen ist, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So sieht er aus. Das ist dieser neue. Ich glaube, der neueste von ihr ist das. Er ist okay, aber ich würde mir extra keine... Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich kaufe mir keine Parfums mehr. Wenn mein Hulk gesehen hat, der wird mich gerne schlagen, glaube ich. Ja, aber ich kaufe mir dabei keine mehr nach, sagen wir so. Ich habe jetzt erst wieder zwei gekauft, also reicht für eine Weile, glaube ich. Ich habe auch von Lancaster das Self-Tanning In-Shower-Tanning-Lotion bla 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 aufgebaut. Ich fand es mega scheiße. Ich fand es wirklich scheiße. Ich habe so geschwärmt davon am Anfang. Der Geruch war eklig. Wenn ich es benutzt habe, war die Haut total ölig. Ich habe aufpassen müssen, dass ich nicht ausrutsche in der Badewanne. Weil das wirklich so richtig ölig geworden ist. Die Haut, natürlich im Winter jetzt war es gut. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich meine, es gibt es nicht mehr. Die haben das aus dem Sortiment genommen und das war reduziert. Deswegen hat es die liebe Shea wieder mal gekauft. Ja, aber ich fand es nicht gut. Da steht auch noch neu drauf. Ich glaube, das ist, weil es keiner gekauft hat. Für den Effekt fand ich es gut, wenn es nicht so dermaßen ölig gewesen wäre, fand ich es gar nicht schlecht, aber es soll ja auch eigentlich einen Bräunungseffekt haben, hat es nicht. Ich bilde mir nämlich ein, es soll es haben, aber Selbstbräunungs-Duschbody-Lotion, ja, hätte es haben sollen, hat es aber nicht. Deswegen, ja, es ist eher aus dem Sortiment gegangen, also brauche ich eigentlich nicht mehr so viel davon reden, aber ja. Dann habe ich noch ein paar Masken aufgebraucht und eine Probe von Dior, die habe ich mal geschenkt bekommen. Das war eine Augencreme. Boah, sieht man auch wieder nicht. Jetzt ein bisschen. Aber die fand ich nicht so gut. Ich traue der Chanel hinterher. Ich traue wirklich der Chanel Augencreme hinterher. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich sie mir kaufen soll. Aber ich hatte ja den Biotherm Adventskalender und den Clinique Adventskalender. Und deswegen, weil da sind auch ein paar Augencremes drin, deswegen glaube ich, werde ich mir dabei keine mehr kaufen. Ich sollte mal ernsthaft alle aufbrauchen und dann kann ich mir die nachkaufen. Aber wir werden sehen. Weil bis jetzt hat mir nichts so gefallen wie die von Chanel. Sage ich euch ganz ehrlich. Und ich bin kein Chanel-Fan, also heißt das was. Ja, dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Balea. Und die mag ich so gerne. Ich habe es irgendwie gewusst, dass ich die mag. Das ist diese White Chocolate gewesen. Auch wieder Limited Edition leider. Ich verstehe das nicht. Ich werde die sowas von bunkern, dass ich die aus dem... Ärgsten raushängen wird, glaube ich. Aber die werde ich bunkern. Dann habe ich wieder... Ich weiß nicht mehr die Marke. Ich vergesse es immer. Ingredients heißt die Marke, genau. Habe ich wieder zwei Masken aufgebraucht. Und da war dasselbe Problem leider. Ich fand die nicht gut. Die Eggnog fand ich... ja. Ich bin mir eigentlich so gar nicht mehr sicher, wie ich die fand. Man riecht doch nichts mehr. Aber die fand ich nicht gut. Ich meine, die Verpackung, wenn man sich so anschaut, die Verpackung ist mega schön. Ja? Das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Aber sie macht nicht das, was ich mir erhofft habe. Und der Duft war jetzt auch nicht so der Hammer. Also die fand ich, von den beiden, die ich jetzt verwendet habe, fand ich die am schlechtesten. Die Candy Cane fand ich gut.
die hat so einen kühlenden Effekt gehabt. Ich meine, im Winter hat das jetzt nicht so passt, aber die Verpackung gefällt mir so gut von den Masken. Aber ja, von den vielen, die ich jetzt bis jetzt verwendet habe, fand ich die bis jetzt am besten. Muss ich ehrlich sagen. Also der kühlende Effekt war ein bisschen fehl am Platz im Winter, würde ich sagen. Aber die war wirklich gut. Trotz dem kühlenden Effekt hat es mir halt gefallen. Was soll ich machen? Ich habe 2 Parfums bekommen. Beide sind gleich. Sieht schon so aus. Ich habe einen daheim verwendet und einen hatte ich im Spind. Und ja, es ist noch ein bisschen was drin, aber ich kriege das nicht raus. Seht ihr das? Da ist noch was drin, aber ich kriege es einfach nicht raus. Ich liebe dieses Parfum. Es war so, so gut. Ich war auch, habe das einmal frisch aufgesprüht und bin dann runtergegangen und hinter mir kam der Bossler hinterher und der hat auch gesagt, ich rieche gut. Und dachte, hättest du eine Ahnung, dass das so ein günstiger Duft war. Ja, aber ihn gibt es immer mehr und ich finde es echt schade. Ich finde es wirklich schade. Aber einerseits auch gut, weil dann kann ich ihn mir wenigstens nicht nachkaufen. Aber der war wirklich gut und ich finde es schade, dass Essenz die nicht mehr im Sortiment hat. Ich glaube, der Bieber hat die alten Essenz noch. Ich glaube, das sind die einzigen, die die haben. Was soll man machen? Was soll man machen? Ich fand die auf jeden Fall urgut. Das Problem ist, nun ist der mal rausgeknallt aus meinem Spind. Und der hat jetzt da einen Cut, aber er hat es überlebt. Sagen wir es so. Er hat es überlebt. Dann habe ich noch 4 Make-up-Produkte. Und eines, da blutet mir mein Herz. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe als erster wieder meinen Augenbrauenstift von Catrice leer gemacht. Den habe ich mir dabei nicht mehr nachgekauft, weil meine Cousine hat mir einen von Givenchy geschenkt. Und ich habe gedacht, ich hyperventiliere. Den habe ich jetzt auch aktuell oben und ich liebe den. Und ich werde weinen, wenn der leer wird. Aber die fand ich auch gut. Also wenn der Givenchy, ich muss es schon... Givenchy, ich kann das nicht aussprechen. Wenn der mir zu teuer sein wird und ich weiß, dass es ist. Ich habe nämlich die Schachtel extra aufgehoben, damit ich ihn vielleicht bestellen kann. Aber ich weiß es nicht. Ich bin echt unsicher. Weil den fand ich für das, was er macht, fand ich ihn okay. Und schon hat mein Concealer Flügel bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt bei dem Givenchy bleibe oder ob ich mir eben den von Catrice wieder nachkaufe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe meinen Concealer aufgebraucht. Endlich. Ich werde mir auch dabei keinen mehr von MAC kaufen, weil ich noch so viele andere habe. Ich habe jetzt noch einen von Sleek. Dann habe ich noch einen von 183 Days, glaube ich. Und noch irgendwo habe ich einen, glaube ich, rumfliegen. Irgendwo habe ich sicher noch welche rumfliegen. Deswegen kaufe ich mir erstmal keine und werde erstmal welche aufbrauchen. Aber ihr wisst ja, dass ich den Pro Longwear Concealer sehr, sehr gern mochte. Das Problem ist nur, ich habe den hier aufgemacht unten und mir ist da ein Stück rausgebrochen. Und ich hatte Glück, dass ich mir die Splitter nicht ins Gesicht geschmiert habe. Da hatte ich echt Glück. Aber ich mag den noch immer am liebsten eigentlich von den ganzen Concealern, die ich bis jetzt verwendet habe, mag ich den eigentlich am liebsten. Ich habe einen Dior Lippenstift aufgebaut. Ich glaube auch nicht, dass es die Varianten noch gibt. Das sind die Serum de Rouge gewesen. Die Farbe kann ich euch nur noch so zeigen. 740, weil innen sieht man nichts. Den hat man unten so drehen müssen und dann kam oben das Produkt raus. Ich habe den euch schon aufgezeigt, weil ich habe, glaube ich, schon 2 oder 3 aufgebraucht von denen. Ich finde die nicht schlecht. Für das, dass sie so glossig und cremig sind, haben die sehr gut auf den Lippen gehalten. Besonders, wenn man drunter einen Lip Liner gemacht hat. Aber ja, Dior. Und ich glaube, die gibt es eh nicht mehr. Dann muss ich kurz in mich gehen. Ich habe meinen Highlighter von MAC aufgebraucht. Ich bin so furchtbar traurig. Ich bin so furchtbar traurig. Das war dieser Chez Chelamet von MAC. Ein paar Trauerkrümel kamen da noch raus. Ja. Er ist leer. Er ist leer. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass der leer ist. Ich bin echt baff, dass ich das geschafft habe, einen Highlighter aufzubrauchen. Ich meine, es kommen da trotzdem noch so ein paar Krümel raus. Aber ich habe es geschafft. Und ich habe ihn sogar einmal nochmal gepresst und komplett aufgebraucht. Also... Bam. Ich bin wirklich stolz auf mich. Obwohl ich mich schon so an den gewöhnt habe und deswegen geht er mal extrem ab. Weil jetzt habe ich einen anderen oben. Ich glaube, man sieht da nur mein Fail-Contouring-Ding hier. Aber man sieht den nicht so. Ich finde, der ist mir ein bisschen zu wenig. Der ist mir ein bisschen zu wenig. Weil der war... Bam.
Ich bin so traurig drüber, man sieht's, oder? Ich bin wirklich traurig drüber. Ich habe jetzt halt einen anderen und ich weiß nicht, ob ich mit dem so zufrieden bin, weil wie ihr seht, man sieht ihn nicht so. Ich weiß nicht. Aber den fand ich wirklich gut und ich kann stolz auf mich sein, dass ich ihn aufgebraucht habe. Kann wirklich stolz auf mich sein. Ich bin auch stolz auf mich und ich habe jetzt zwei Sachen wieder für Back to Back. Und ich weiß nicht, wann ich irgendwann einmal nach Deutschland komme. Keine Ahnung. Aber was soll's. Aber ich bin wirklich happy drüber, dass die Sachen leer sind. Ich meine, ich habe den ein Jahr durchgehend verwendet und er ist leer. Das muss man mal sacken lassen. Ich bin extrem deppert schon wieder. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet, dass ich ein Highlight aufgebracht habe. Was ist das schon für eine Strähne da? Ja. Ich bin sehr, sehr stolz, obwohl ich auch extrem traurig bin. Das Problem ist, wenn du ein Jahr lang, so geht es zumindest mir, wenn du ein Jahr lang ein Produkt verwendest, durchgehend, gewöhnst du dich an das. Es ist nun mal so. Das ist so, wenn du jedes Mal, weiß ich nicht, dasselbe Duschgel oder so. Na, das ist ein blöder Vergleich. Ich habe gar keinen guten Vergleich dazu. Aber es ist ziemlich komisch, wenn du das durchgehend verwendest und dann ist er leer. Und du musst dich an ein neues Produkt gewöhnen. Und neu, weil du hast, ich habe ja da bei dem Highlighter dann schon so ein, wie soll ich das erklären, ohne dass es blöd rüberkommt. Ich hab das schon im Griff gehabt, wie ich es auftrage, dass es gut ausschaut, ohne dass es irgendwelche Flecken hat oder sonst irgendwas. Und bei dem Highlighter jetzt und dem Rouge muss ich so ein bisschen spielen, dass es wieder so ausschaut wie vorher. Und das Rouge ist auch leer gegangen, aber das zeige ich euch dann im nächsten aufgebraucht. Ja, das Jahr fängt gut an, wenn ich schon Make-up leer kriege, sag ich mal. Aber da kann ich echt stolz auf mich sein, obwohl es wirklich, wirklich schade ist. Vielleicht gucke ich jetzt mir mal so meine Highlighter durch und wechsle mal. Aber ich möchte wirklich wieder so einen haben, den ich ein Jahr durchgehend verwende und dass er dann wieder leer ist. Versteht's nicht, was ich meine, oder? Ich verstehe mich ganz selber nicht. Aber ich möchte das halt wirklich so durchziehen, dass ich wirklich einen verwende und durchgehend benutze. Aber wir werden mal sehen, wie weit ich komme. Mal schauen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich so viel Blödsinn daher habe. Ich hoffe, ihr versteht es überhaupt, was ich meine. Aber mir geht es einfach darum, dass ich ein Produkt durchgehend verwenden kann, ohne dass ich irgendwie wechseln muss. Ich mag diese Wechselerei nicht, obwohl ich eh so viel Scheiß habe. Aber ich mag es nicht. Ich gewöhne mich halt zu schnell an irgendein Produkt. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ich glaube, das ist mein Problem. Dass ich mich so schnell an was gewöhne. Weil jetzt habe ich zum Beispiel auch diese Lidschattenpalette von Miss Lean oben. Und die ist auch schon ziemlich benutzt, wenn ihr das so seht. Und man gewöhnt sich halt wirklich ganz schnell an Lidschatten oder Rouge oder so. Zum Beispiel den Lidschatten da. Ich glaube euch jetzt volle Kanne voll, tut mir leid, aber mich beschäftigt das. Den hier zum Beispiel, der ist auch fast leer. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ja. Der ist auch fast leer. Und ich habe mich auch an dem gewöhnt. Ich weiß, wie viel ich nehmen muss, damit ich es eben verblenden kann. Und dann muss ich mich wieder umgewöhnen. Ja. Aber das sind First World Problems, sage ich einmal. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das findet. Benutzt ihr lieber ein Produkt durchgehend, bis leer ist? Oder benutzt ihr eure Sachen gemischt? Ich weiß nicht, was ich besser finde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Eigentlich wäre es besser, wenn man ja seine Sachen nicht vergammeln lässt und durchgehend. Irgendwas nervt mich hier. Durchgehend dazwischen immer wechselnd, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das machen soll, weil ich habe so viel. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, was ich gerade laber. Ich höre lieber auf und beende das Video. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr auch meint, dass wenn ihr ein Produkt, weil ich verwende ja jetzt immer zwei Highlighter und der andere wird auch bald leer und dann muss ich wieder einen neuen finden, mit dem ich den anderen kombinieren kann und ja, und mit der Kombi bin ich jetzt so unzufrieden. Weißt du, man sieht doch gar nichts jetzt. Ich habe auch da, ich weiß nicht, ich bin nicht so zufrieden mit dem. Mal gucken. Ist nämlich auch ein Mac, aber mal gucken. Ich lasse mir noch was einfallen. Wie gesagt, ich habe das erst angefangen, seit der von Mac leer ist. Und deswegen muss ich so ein bisschen reinfinden, wie ich ihn verwende, ohne dass es scheiße ausschaut. So ist, glaube ich, die bessere Erklärung. Weil den anderen, da habe ich schon gewusst, wie ich es auftragen muss, ohne dass es kacke aussieht. Und bei dem anderen muss ich es jetzt wieder lernen und das nervt mich. Genau so. Jetzt habe ich es richtig erklärt. Also. Ich hoffe, das ergibt trotzdem irgendwie Sinn. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video findet. Und sorry für die Laberei. Bis dann. Bye.